Lern was Ordentliches. Von nichts kommt nichts. Ohne Fleiß kein Preis. Das heißt es doch immer, oder? Aber sagt mal, gilt das eigentlich noch, seit es Influencer gibt? Hi, ich bin Florian Prokop und wir müssen endlich darüber reden, ob Influencer wirklich ein Traumberuf ist. Um das rauszufinden, war ich sogar in einer Influencer Academy. Richtig, man kann Influencer sein lernen, aber dazu später mehr. Caro Dauer ist vielleicht Deutschlands Influencerin Nummer 1. Die verdient jährlich geschätzte 1,1 Millionen Euro. Dafür musste sie sich aber auch schon Vorwürfe wegen Schleichwerbung gefallen lassen. Laut einer Umfrage unter 100 Influencern liegt der Durchschnittsverdienst bei 600 Euro pro Post. Starke Präsenz und hohes Ansehen in sozialen Netzwerken. Das muss man sich erstmal aufbauen. Einer, der das schon geschafft hat, ist Klängern. Auf YouTube hat er fast 500.000 Abos. Mein Name ist Timon, ich bin 22 Jahre alt, glaube ich. Ich habe einen YouTube-Kanal und betreibe den fast täglich eigentlich. Hab da irgendwie 470.000 Abonnenten und mach da Unterhaltung und Satire und kritische Sachen. In gewisser Weise schon, ja, weil durch die Arbeit, die man halt im Internet macht, hat man sich in gewisser Weise Reputation aufgebaut. Das bedeutet, Leute vertrauen dem Wort, was man sagt. Das bedeutet, man kann durchaus Leute in gewisse Richtungen lenken oder die beeinflussen, was ja ganz normal ist, was ja jeder irgendwie macht. Der ein bisschen in der Öffentlichkeit steht. Also prinzipiell würde ich das erstmal nicht als meinen Beruf bezeichnen. Zum einen, weil ich hauptsächlich erstmal studiere. Zum anderen finde ich, dass Influencer einfach kein Beruf ist, sondern das ist eher ein Nebenprodukt der eigentlichen Tätigkeit, die man macht. Bedeutet, man kann, also meiner Meinung nach, sich nicht dazu entschließen, sondern man muss erstmal Content schaffen und wird dann quasi Influencer. Zum einen, weil sich Leute viel mehr rausnehmen, als sie eigentlich dürften. Also ich glaube, Influencer neigen sehr schnell zur Überheblichkeit, weil ihnen einige Menschen im Internet folgen. Zum anderen kann ich es ein bisschen verstehen, dass es diese Neidthematik ist, die wir in Deutschland sowieso sehr stark haben. Also dass man sagt, ja, komm, der ruht sich ja nur aus und chillt ja den ganzen Tag nur und kriegt dafür noch viel Geld. Zum anderen aber, weil es irgendwie auch keine richtige Arbeit ist in vielerlei Hinsicht, ein Foto von sich zu machen und das dann zu posten. Wer es als Influencer schafft, kann ordentlich Kohle verdienen und kriegt immer wieder kostenlos die neuesten Produkte. Für viele ist das erstrebenswert, für andere ist es purer Kommerz. Wieder andere versuchen, mit genau diesem Traum Geld zu verdienen. In Berlin kann man sich an der Influencer Marketing Academy sozusagen zum Influencer oder zur Influencerin ausbilden lassen. Der Grundlagenkurs kostet ungefähr 300 Euro und es gibt zahlreiche Aufbaukurse, die natürlich auch Geld kosten. Ist das jetzt Geldmache? Oder lernen die Teilnehmenden wirklich was? Wir befinden uns in der Influencer Marketing Academy. Magst du vielleicht erstmal dich vorstellen und was ihr hier macht? Ja, erstmal herzlich willkommen. Hi. Ich bin Sascha. Ich habe die Akademie mit meinem Partner Nico Marzi gegründet im September. Und wir bilden sowohl Influencer als auch Firmen aus, die gerne Influencer-Marketing nutzen. Und was sind das für Menschen, die hierher kommen und Influencer werden wollen? Völlig unterschiedlich. Und unser eigentlicher Plan im September war es zu sagen, arbeitssuchende Geisteswissenschaftler, gerade mit dem Studium fertig, wir geben denen sozusagen das Handwerkszeug, auch Schauspielern, Models, dass sie sich auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube richtig gut präsentieren können, wachsen können und irgendwann dann vielleicht auch mal Erlöse daraus erzielen. Aber mittlerweile hat sich das Bild so ein bisschen gewandelt. Also wir haben auch ganz viele Teilnehmende, die deutlich, sag ich mal, über 35, 40 liegen. Das ist so ein Segment, das im Bereich Influencer-Marketing auch ein bisschen unterrepräsentiert ist. Wenn ich das jetzt machen würde, mir ein 5-Tages-Programm zusammenzustellen, um danach als Influencer durchzustarten, wie sind meine Zukunftschancen nach diesem Kurs? Die hängen ganz wesentlich davon ab, wie gut du selbst deine Story in der Lage bist, über die Medien, über die Kanäle, die dir zur Verfügung stehen, zu erzählen und wie gut du letztlich das Handwerkszeug rund um den Dialog mit Followern beherrschst. Also wie aktiv du zum Beispiel andere Beiträge likest, wie gut du auf Kommentare eingehst, wie interessant du dich zum Beispiel in deinem Blog oder auch auf Twitter machst und nochmal deine Beiträge anschiebst. Also wir können keine Erfolgsgarantie geben, aber wir können natürlich sagen, was sind Erfolgsbeispiele und was hat sich bislang bewährt und welche Strategien, auch welche Werkzeuge kann ich nutzen, um mich bekannt zu machen? Man könnte euch den Vorwurf machen, dass wir mit einem Kurs für
für, also mit einer Ausbildung zum Influencer, so ein bisschen Leuten, Kids, Teenies, die diesen Traum haben, das Geld aus der Tasche zieht. So ein bisschen wie private Schauspielschulen vielleicht das machen mit den Träumen junger Schauspielern. Wie würdest du auf diesen Vorwurf reagieren? Also ich sehe nicht, dass wir Menschen das Geld aus der Tasche ziehen, weil ich auch die Bewertungen unserer bisherigen Veranstaltungen sehe. Und die sind, wenn man sagt, 5 ist sehr gut, 1 ist weniger gut, durchaus so im Bereich 4,5 bis 5. Das heißt, wir scheinen irgendwo Erwartungen zu erfüllen und scheinen ausreichend Wissen zu vermitteln, was dann den Teilnehmenden auch hilft. Und von daher würde ich ganz cool sein bei dem Vorwurf und sagen, naja, dann präsentiere mir gerne mal jemand, der den Eindruck hat, und dann würde ich mich gerne auch mit dem unterhalten, aber das sehe ich bei uns überhaupt nicht. Eine, die diesen Kurs gemacht hat, ist Raffaela. Sie möchte Influencerin werden. Ob sie wirklich was gelernt hat? Ich bin Raffaela. Ich bin 20 Jahre alt, bin ursprünglich auf den Kanaren geboren, studiere Landschaftsarchitektur im 3. Semester und ja, bin jetzt auf Instagram zu finden. das ist gar nicht so einfach, weil es war schon meinen Eltern teilweise schwierig, das zu erklären. Ich würde das so erklären, dass es im Prinzip jemand ist, der halt in der Öffentlichkeit steht, also auf den viele Menschen aufmerksam gemacht werden und den viele Menschen beobachten und der diese Menschen an seinem Leben und an seinen Hobbys, an dem, was er irgendwie toll findet, was er vielleicht der Welt mitgeben möchte sozusagen, teilhaben lässt und dadurch dann mit verschiedenen Firmen oder nicht, was auch immer, Restaurants, Hotels, Marken, alles Mögliche, in Werbeverträge gehen kann, dadurch dann Geld verdienen kann. Also für mich ist ganz, ganz wichtig bei dem Job, dass es auf jeden Fall authentisch bleibt. Es geht darum, dass man sich selber treu bleibt und dass man auch den Menschen, die einem eben dabei zugucken, auch ein authentisches Bild vermittelt. Und deswegen finde ich es für mich so sinnvoll an dem Job, dass man, wenn man wirklich von etwas begeistert ist und dahinter steht, den Menschen das mitteilen kann, diesen Menschen dadurch vielleicht neue Inspirationen gibt oder bei Problemen vielleicht helfen kann. Ich kann das verstehen, dass man so darüber denkt, weil es sicherlich auch, wie bei allem, immer Menschen gibt, die genau in dieses Bild reinpassen. Aber ich finde, dass man da schon differenzieren muss. Also, dass es nicht bei allen dasselbe ist und dass nicht jeder, nur weil er jetzt sagt, er möchte Influencer werden, auch genauso denkt. Natürlich freut man sich drüber, wenn man in einem Hotel kostenlos übernachten kann, weil man darüber schreibt. Das ist toll und ich würde auch nicht Nein sagen. Aber das ist eigentlich nicht das, worum es geht, sondern es geht darum, dass man neugierig ist, neue Sachen zu entdecken und das ausleben kann. Und den Menschen dann darüber berichten kann. Und wenn dabei dann, ich sag mal, so eine Vorteile entstehen, dann ist es toll. Aber das ist jetzt zum Beispiel für mich nicht die Hauptintention, warum ich jetzt sage, ich will jetzt Influencer werden, damit ich irgendwie kostenlos in einem Hotel übernachten kann. Was ich während meiner Recherche gemerkt habe, es gibt in der Szene durchaus ein Bewusstsein dafür, was geht und was nicht. Dass Produktplatzierungen gekennzeichnet werden müssen und dass Follower kaufen gar nicht geht. Wer Influencer ist, wirbt mit seiner Person für Marken und Produkte. Die wenigsten Menschen können durch das Influencer-Dasein wirklich ihre Miete zahlen, geschweige denn eine Karriere planen. Am Ende hat der Erfolg wohl auch sehr viel mit Glück zu tun.